Hast du eine Mission? So, meine lieben Freunde, ich bin heute in Twisteringe und ich habe für euch eine schöne Überraschung. Und zwar fahre ich heute mit dem Autokorso mit und das Fahrzeug, mit welches Fahrzeug ich mitfahre, werde ich euch gleich zeigen. Das ist eine geile Karre. Du weißt ja, das ist 666. Kommt ihr alle mal rüber? Ja, ja. So, die Veranstaltung geht jetzt los. Habt ihr keine Lautsprecher? Kommt alle vor! Hallo? Kommt ruhig näher ran, kommt ruhig näher ran, aber heute. Dennis, kannst du den mal eben rauskicken? So, wir fangen an. Wir liegen auch ein bisschen, wir liegen ganz gut im Moment im Zeitplan. Ich begrüße euch ganz recht herzlich zu unserer 100. Montagsdemonstration hier in Twisteringen. Jawohl, bravo! Schon um von einer halben Stunde am Rathaus angefangen. Den Rathausplatz haben wir heute auch gebucht. Aber bevor ich jetzt ein paar Worte sage, will ich mal eben förmlich werden. Ich habe da diese Binde habe ich bekommen, mal geschenkt bekommen. Vor 20, 30 Demonstrationen habe ich gesagt, naja, da habe ich mich noch nicht so richtig getraut. Aber jetzt haben wir die 100. Und da wir jetzt zwar nicht mehr EM-Europameister werden, aber wir hier auch in Deutschland spielen, kriege ich mal diese Binde hier an, als Geschenk. Genau. Spielleiter müsste das Neudeutsch halten, aber. Kommt wahrscheinlich aus der Ost. Ja, ganz toll, dass ihr so zahlreich hier seid. Wir sprengen so langsam den Rahmen. Der Platz ist jetzt gut ausgefüllt. Wir haben vor 2 Jahren angefangen, weil wir gesagt haben, es reicht. Wir gucken uns das Spiel mit linksrot, mit dieser roten Mischpoke in Berlin nicht weiter an. Wir gehen auf die Straße alle 4 Jahre einfach ein Kreuz machen. Reicht nicht aus. Wir müssen uns auf der Straße artikulieren, damit die Menschen sehen, aha, nicht nur zur Europameisterschaft oder zur Weltmeisterschaft holt man die Deutschlandfahne raus, sondern wir fahren ganzjährig damit spazieren, weil es die Farben unseres Landes sind. Und deswegen zeigen wir auch hier Gesicht, dass dieses Land so bleibt, wie es in der Vergangenheit war und nicht auf den Kopf gestellt wird. Aber ganz besonders freue ich mich heute auch für eine kleine Überraschung, und zwar, wir haben die mal bildlich ausgedrückt, wir öffnen heute hier auch auf diesem Platz unseren Landratswahlkampf. Wir haben nämlich vorgezogene Landratswahlen, weil der CDU-Landrat hier im Landkreis zur Sparkasse, dem Volk, der Spur des Geldes gefolgt ist. Der ist nach Hannover als Sparkassenpräsident. So, den bin ich gleich bannen. Deswegen haben wir vorgezogene Landratswahlen. Wir haben auch unseren Kandidaten hier. Michael, ich bitte dich mal eben nach vorne. Ja, also wir können nicht nur Straße, wir können nicht nur Demos und Mahnen machen, sondern wir können auch politisch hier ins Geschehen eingreifen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier stark
präsent sind, auch parlamentarisch präsent sind, da greift das eine Rad in das andere Rad. Ich glaube, Michael will vielleicht das eine oder andere Wort sagen. Ja, sicherlich. Also erstmal freue ich mich außerordentlich, euch hier alle zu begrüßen, diese große und wirklich vor allen Dingen kernige Gemeinschaft. Großartig, wir sind heute der ein oder andere auf jeden Fall zum 100. Mal hier auf unserer Montagsdemonstration. Und sie ist einfach ein Zeichen dafür, dass der Bürger nicht alles mit sich machen lässt. Dass er seine Grundrechte nicht einfach so schleifen lässt. Und dass er dem Ausverkauf unseres Landes Widerstand entgegenbringt. Genau so muss es sein. Wie er jetzt gesagt hat, alle vier Jahre oder wie auch immer ein Kreuz zu machen und sei es an der richtigen Stelle, reicht einfach nicht. Sondern den Widerstand, die eigene Meinung auf die Straße zu bringen, das ist das Wesentliche. Das ist das, was uns alle bewegt und was wir einfach tun müssen. Nun geht es in den Wahlkampf hier in unserem Landkreis, in den Wahlkampf zur Landratswahl. Auch die Landratswahl hat da einen Bezug. Wir fahren gleich Autokreise. Und ich will es auch mal deutlich machen. Wenn wir zurückdenken, vor 2 Jahren ist der dezentrale Protest, die Montagsdemos, in den Orten, auch hier im Landkreis, haben sich ausgebreitet und haben auch gewisse Ausmaße angenommen. Das war zu einer Zeit, als die Landesherren, so will ich es mal sagen, festgestellt haben, dass es ihnen über den Kopf wächst. Und dann sind sie hingegangen und haben gesagt, wir brauchen Allgemeinverfügung etwa. Dass wer hier spaziert, unter freiem Himmel, der doch auf jeden Fall vor sich selbst geschützt werden muss, indem ihm eine Maske aufgezwungen werden muss. Ganz genau. Nie wieder. Und das, obwohl bis dahin allgemein bekannt war, dass diese Feinstaubmasken gar nicht geeignet sind, genau das zu tun. Und das steht auch heute nachzulesen, in den ungeschwärzten Passagen der RKI-Protokolle. Das RKI wusste es auch. Aber deren politische Sprachrohre, die haben es eben anders rausgegeben und falsche Vorgaben gemacht. Und das haben wir hier gespürt. Und da sind die Landräte hingegangen und die Bürgermeister und haben Allgemeinverfügung rausgegeben. Das war zum Jahreswechsel 2021. Und auf der Grundlage wurden Spaziergänger drangsaliert und mit Bußgeldern belegt. Das hätte nicht sein müssen. Ein Landrat muss sowas nicht tun. Und da gibt es noch einiges andere in dem Zusammenhang. In dem Zusammenhang. Ich nenne den Impfzwang für Pflege- und Krankeneinrichtungen. Und weiteres. Ich nenne auch die Zuwanderung, die man als Landrat, die illegale Zuwanderung, die man als Landrat nicht einfach nur mit angucken und befördern muss. Das muss man nicht tun. Da gibt es Möglichkeiten. Insofern ist die Landratswahl eben auch eine Wahl für die Bürger, für die bürgerliche Freiheit. Für Heimat, Land und Wirtschaft und eben für die Freiheit. Und ja, insofern freue ich mich auf die Wahl, auf den Wahlkampf und glaube und hoffe, dass ihr alle daran mitwirken wollt und könnt. Und lade euch herzlich dazu ein. Auf geht's. Wir übernehmen Verantwortung. Danke, Michael. Danke. So, wir haben jetzt noch einen eingestrickten Zeitplan. Wir wollen ja noch einiges bewegen heute.
Kurze Einweisung, wir fahren jetzt hier im Autokorso hier Richtung Diepholz, fliegen dann ab Richtung, wir fahren durch Züssingen. Also genau, wir fahren jetzt genau in diese Richtung, der fährt vorne weg. Da fahren wir nach Nienstedt, dann fahren wir nach Nord-Sulingen, dann fahren wir durch Sulingen, einmal komplett durch Sulingen, dann fahren wir bei Burger King rum, dann fahren wir bei Westpoint, vor Westpoint wieder rein und dann fahren wir nochmal die lange Straße einmal komplett durch und dann fahren wir so oben in Sulingen beim Hagebaumarkt und da ist jetzt wichtig zu hören, da ist ein riesiger Platz. Wir fahren auf diesem Platz im Kreis. Also ich bin erstes Fahrzeug, wir fahren einfach hinter mir her, bis der Kreis geschlossen ist. Der ist riesengroß, der Platz. Und da haben wir noch eine kleine Überraschung vorbereitet. Dann lasst ihr die Autos so stehen, wie die Autos stehen. Kommt alle in die Mitte von dem Kreis, dann haben wir noch eine kleine Sache, die wir dann gemeinsam erledigen und dann haben wir Ende der Veranstaltung. Aber ganz wichtig, ganz großen Kreis bilden, anhalten, Auto stehen lassen, nichts abnehmen, alles so lassen. Wir beenden da den Autokorso und setzen noch ein kleines Zeichen. In den Ortschaften ganz eng auffahren, zwischen den Ortschaften zügig fahren, damit wir im Zeitplan bleiben. Wir fahren wie gehabt, in den Städten fahren wir ganz kurz. Wir machen den Telegram-Kanal wieder offen, sobald ich im Auto sitze. Jeder, der bei uns in der Demo-Gruppe ist, geht in diesen Telegram-Kanal, da können wir untereinander kommunizieren. Fragen? Er ist live und das sind die ersten Antifanten im Chat. Die haben es natürlich jetzt gehört, wenn wir auf den Platz kommen. Ja, nur, dass wir aufpassen. Ja, können wir. Gut, dann würde ich sagen, an die Fahrzeuge aufgehen. So, wie es jetzt aussieht, geht das jetzt los. Bist du mit Handy hinten drauf? Aber du hast eine schwarze Hose an. So, meine lieben Freunde, mit dieses schicke Auto werde ich jetzt mitfahren. Ihr könnt richtig neidisch sein. Genau, das schicke Auto. So, kennst du. Schnell die Bühne. Ja. Ist der gut? Ganz hin. Ja, liebe Freunde, es geht jetzt los.
Wir sind jetzt in Solingen angekommen. Geil. Sehr schön. Ach, hier ist auch der Kreisel, ne? Ja, genau. Kann ich den drin lassen, so lange? Kannst du mir eben meine Tasche geben? Danke. Okay. Dankeschön, dass du mich mitgenommen hast.
So, jeder eine hat hier den Geister. Da hat Schlapp gemacht.